Ich will noch einen Fashion Haul abdrehen. Das sind zu viele Sachen, ich kann das gar nicht heben. Ich habe auch schon ein paar Sachen davon an. Ich habe einen schwarzen Rock heute schon an. Und das rote Oberteil ist auch gekauft worden. Ich glaube, beides ist von Primark. Und ich zeige euch jetzt mal die anderen Sachen, die ich mir auch noch gekauft habe. Beim Primark habe ich mir so eine Hot Pen noch gekauft in Grau, weil ich fand die relativ bequem und ich gehe mit dem so gerne schlafen. Ich meine, jetzt im Sommer wird die ein bisschen zu dick sein. Das ist eher was so für den Herbst-Winter, wenn wir mal ehrlich sind. Dann bei einem Geschäft, das My Fashion heißt, habe ich mir dieses Oberteil hier gekauft und ich habe mich so in das Oberteil verliebt. Und ich freue mich schon, wenn ich die waschen kann, die Sachen. Deswegen wollte ich sie euch unbedingt auch noch zeigen. Das ist so ein Oberteil. Und ich finde die auch schön lang geschnitten, so dass die nicht dauernd raufrutschen. Also ich finde die vom Schnitt her wirklich wunderschön. Und die haben so einen Träger mit Blumen dran. Finde ich wunderschön. Ich wollte mir das eigentlich auch noch in anderen Farben kaufen, aber ich habe es dann doch gelassen. Weil so günstig war das. Ich meine, das hat jetzt nur 20 Euro gekostet. Und die Hose, warte jetzt kurz, von Primark, hat 5 Euro gekostet. Ich habe das jetzt nicht alles an einem Tag, sondern eher so gesammelt gekauft. Das Oberteil war schon teurer, das hat 40 Euro gekostet. Ich wollte das aber unbedingt haben, ich fand das so mega schön. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen. Das hat auf den Ärmeln noch so blau dran, also ich finde das so schön. Und da sieht man halt dann auch die Haut durch. So sieht das aus. Ich fand das wunderschön. Ich habe das unbedingt haben wollen. Das hat aber halt 40 Euro gekostet. Das war ein bisschen teuer. Beim Primark habe ich mir neue Hausschuhe gekauft. Ich habe dieselben auch gerade an, aber meine fangen sich schon so ein bisschen an zu zerlegen. Boah, ich schaue aus wie ein Haufen Scheiße, Leute. Oh, ignoriert mich, schaut euch nur die Sachen an. Ich habe mir die jetzt nochmal nachgekauft, weil ich liebe die. Die sind vorne ja offen. Für den Sommer finde ich die perfekt, weil es mir wurscht, wenn jemand zu Hause meine Zehen sieht. Ist mir komplett egal. Die liebe ich. Deswegen habe ich mir die jetzt nochmal quasi als Backup gekauft, weil meine sind schon ein bisschen durchgelatscht und ich habe den Fersensporn noch. Und das ist für meine Füße nicht so geil, wenn die Hausschuhe so durchgelatscht sind. Weil nach einer Zeit, wenn ich das merke, wenn das so richtig durchgetreten ist, fängt mein Fersensporn wieder an zum Spinnen. Und es fängt schon so ein bisschen an. Und auf dem linken Fuß geht so ein bisschen die Naht auf. Da auf der Seite, bei dem, was ich gerade anhabe. Deswegen, irgendwann werde ich sie jetzt entsorgen. Da lasse ich mir aber noch ein bisschen Zeit. Ich zögere das halt so lange raus, wie es geht. Und habe jetzt aber noch ein Backup von denen, weil die habe ich so süß gefunden und die wollte ich unbedingt nochmal haben. Auch von Primark, da habe ich jetzt, wie gesagt, den schwarzen Rock an. Ich habe mir den auch noch in dunkelblau gekauft. Ich finde den so genial. Der ist richtig lang. Den mega. Also dunkelblau, schwarz und grüne, wisst ihr, sind meine Farben. Weil ich habe den auch in grün gekauft. Den habt ihr auch hier. Den habe ich mir auch noch gekauft. Auch wieder derselbe. Jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Weil die Freundin hat von mir gesagt, dass sie ein Loch in dem Rock hatte. Und jetzt habe ich gerade ein Ding gesehen, aber es war nur ein Flusel. Ich finde das Material gar nicht so schlecht. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mehr vor, Klamotten beim Primark zu kaufen. Die Röcke haben jetzt 9 Euro jeweils gekostet. Ich kann nicht mehr reden. Ich habe den schwarzen nämlich gerade an. Grün und dunkelblau habe ich auch noch. Sie hat bei ihren Löcher entdeckt und das hat mich mega geärgert. Und bei mir war das auch schon oft so, dass ich mir Sachen gekauft habe, wo dann ein Loch drinnen war oder ja. Also die Oberteile zum Beispiel, das geht jetzt noch. Schauen wir mal, wie oft ich es wasche, weil die, was ich mir letztes Jahr gekauft habe, was ich in allen Farben mir gekauft habe, was ihr sicher euch noch erinnern könnt. Ich glaube, ich habe vor kurzem in einem Video auch eins getragen. Die sind oben wieder viel zu eng. Ich kann die alle nicht mehr anziehen. Ich habe eins in Gelb. Ich glaube, eins in Lachs, eins in Rosa, das Blaue mit den Blümchen, das Grüne und ich kann die weggeben. Also ich kann die alle weggeben, weil ich da nicht mehr hineinpasse und ich finde, das ist echt Geldverschwendung irgendwie. Auch wenn jetzt Primark nicht so teuer ist, aber ich habe keinen Bock, dass ich mir nach einem Jahr wieder neue Oberteile kaufen muss. Also das ist ja mühsam. Nö, kein Bock. Beim Trip nach Bad Ischl haben wir für mich auch Kleider gesucht, weil ich habe nur so ein langärmiges mitgenommen. Ich voll Idiot, keine Ahnung wieso. Aber ich will auf jeden Fall in Bad Ischl und in Budapest auch die Röcke mitnehmen. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Primark hält halt nicht so lange, ne? Aber werden wir mal sehen. Ich habe es vorher auch kontrolliert. Ich habe kein Loch bis jetzt gesehen, aber ich weiß nicht. Ich habe auch irgendwie Angst, dass ich ein Loch entdecke. Muss ich ehrlich zugeben.
Aber ja, ich finde es echt schade, dass die Qualität so beschissen ist beim Primark, aber was erwartet man sich? Egal, ich habe mir einen Tom Taylor Rock gekauft im Bad Ischl. Das ist etwas ein etwas kürzerer, aber ich habe mich so in den verliebt. Jetzt habe ich halt nur den Kampf gehabt, um Oberteile zu finden, und ich hoffe, dass dieses Blau-Weiß und das Grüne zu dem Rock dazu passen. Das hoffe ich sehr. Dann habe ich auch beim Tom Taylor mir gekauft. Also der Rock, sorry, ich habe euch jetzt gar nicht gesagt, wie viel der kostet, weil bei den Klamotten kann ich euch wenigstens sagen, wie viel der kostet. Wie viel die kosten. Der Rock hat 40 Euro gekostet. Ich muss aber auch wieder, muss ich auch dazu sagen, ich muss wieder ein bisschen bei mir aussortieren zu Hause. Ich habe bis jetzt nie geschafft, die Sachen, so wie ich es euch einmal erzählt habe, die Sachen, die ich aussortiert habe, habe ich nie geschafft, zum H&M oder so zu bringen, wo diese Sammelstelle ist. Habe ich nicht geschafft. Letztens habe ich das Sackerl einfach weggeworfen, weil da war nee, das war verfärbt, kaputt. Ich habe es einfach entsorgt. Ich weiß, ich wollte es eigentlich nicht so machen, aber ich komme nicht dazu, dass ich das irgendwo ablager. Deswegen, ja, aber die Sachen, die ich aussortieren würde, die noch gut sind, gebe ich meistens meiner Nichte oder mein Papa weiß, wo ein Frauenhaus ist, und da bringt er dann die Sachen immer hin. So, damit das aufgeklärt ist, warum ich mir so viel Neues gekauft habe. Ich muss aber noch aussortieren, noch nebenbei. Das Kleid hier hat 50 Euro gekostet, das war so ein grünes, das ist mir sofort in die Augen gestochen, wie wisst ihr, grün. Das ist auch mega lang, ich finde das so schön. Dann ein schwarzes habe ich mir auch gekauft, da kann ich aber euch nur eine Filmfrequenz von meinem Vlog-Video einblenden, weil das habe ich in der Wäsche oder ich habe es irgendwo, glaube ich, schon im Kasten oder so. Ich habe das nämlich schon angehabt und ich habe mich so in dieses Kleid verliebt. Ich hätte mir nie gedacht, dass mir das steht, aber die Story hört sie dann auf meinem Vlog-Kanal, weil das Video muss ich auch noch drehen und, also schneiden und hochladen, nicht drehen, schneiden und hochladen. Ja. Oh, das ist gar nicht von Primark, sorry. Das ist nicht von Primark. Ich glaube, das ist vom New Yorker. Ich habe mich voll verdammt. Das, was ich da gerade anhabe in Rot, habe ich mir auch in Schwarz gekauft und das ist vom New Yorker. Ich habe nämlich so einen komischen, kein Dick, aber ich habe die, weiß ich nicht, die dämliche Idee immer, dass ich mir ein Oberteil, was schwarz ist, kaufe für die Arbeit. Und ich, weil ich dann mir denke, okay, ich kann mir ja nicht nur alles für die Arbeit kaufen, nehme ich mir dann so ein buntes auch noch mit, was ich daheim tragen kann. Ich weiß, ziemlich dämlich. Jeweils hat immer ein T-Shirt 6,99 kostet. Ich habe aber beim New Yorker nicht so viel gefunden, also ja. Also das ist vom New Yorker, das rote und das schwarze. Das ist ein Oberteil von Terra Nova. Das hat 10 Euro gekostet, sehe ich da gerade. Das schaut so aus. Das ist auch relativ lang. Ich will das halt haben, wenn ich eine Leggings anhabe oder eine Hose, dass das über den Hintern geht. Weil ich mag das. Ich mag diese ganz kurzen Oberteile nicht mehr. Ich hasse es wie die Pest, wenn ich mir Oberteile jede 50 Sekunden runterziehen kann. Ich kann das alles nicht leiden. Es ist meistens, die ganzen Sachen sind so klein und so kurz geschnitten, dass die mir, ich meine, ich habe auch ein Gewicht, man sieht man ja auch, das schaut deppert aus, wenn ich halber Bauch herumrenne. Also, na, gefällt mir gar nicht. Deshalb habe ich beim Terra Nova das hier gefunden und habe es mir mal nicht in Schwarz, sondern in so einem dunkellila gekauft. Ich hoffe, es kommt in der Kamera richtig rüber. Aber ja, habe ich mir mal gekauft. So, dann habe ich mir so eine Art Kleid gekauft. Das ist nicht ganz so ein Kleid. Ich glaube, das ist eher auch was für den Herbst, weil jetzt wäre es dafür viel zu warm. Das war auch im Bad Ischl. Da muss ich euch auch dann einen Clip von einem Kleid einblenden. Das habe ich nämlich schon getragen. Und deswegen kann ich es euch nicht mehr zeigen, das ist in der Wäsche. Ich blende euch mal den Clip ein. Das war auch von diesem, vielleicht blende ich euch auch den Clip ein, vorher noch, wie die Boutique heißt an dem Bad Ischl. Das war so ein ganz kleines Mini-Geschäft. Dann habe ich noch eins mit einer Mickey Mouse drauf. Das schaut eigentlich aus wie so ein Kleid, wenn man das anhat. Ich hoffe, man kann das irgendwie ein bisschen erkennen. Hat aber lange Ärmel und diesen bisschen, also wenn man das so unten sieht, beim Po ist es länger geschnitten. Und das mag ich. Das mag ich wirklich. Ich habe da nur komischerweise keinen Preis mehr. Da ist jetzt, wie gesagt, leider kein Preis drauf. Aber eine Freundin von mir hat sich dasselbe gekauft im Blau. Finde ich lustig. Da kann ich euch noch eine Sequenz einblenden von dem Laden, wie er geheißen hat, im Bad Ischl. Und von dem Kleid, was ich mir auch noch gekauft habe. Das wollte eigentlich die Freundin von mir kaufen.
Es sind die aber die Sachen viel zu groß gewesen und ich habe genau reingepasst. Das hat mich so gewundert, dass die gerade so Sachen haben, wo ich auch reinpasst habe. Ich bin eigentlich nur wegen einem anderen Kleid reingegangen, aber es hat mir nicht gepasst, leider. Das war von grün auf weiß, so ein Ombre-Look und das war so schön, aber ich habe leider nicht reinpasst. Dafür habe ich andere Sachen gefunden. Also ich habe das Kleid gekauft, das und ich glaube noch irgendeins, oder? Waren es nur zwei Sachen? Nein, ich glaube, es waren nur zwei Sachen. Und das mit den Blümchen kann ich euch einblenden, weil da habe ich so eine kleine Sequenz mitgefilmt, wo wir probieren gegangen sind. War lustig, dass ich da reinpasse und die Freundin nicht. So, dann habe ich mir noch beim Kick vor kurzem erst, und ich habe mir gedacht, ich schmeiße euch einfach da rein in das Video, da kriege ich einen Schluck auf. Die haben jetzt neue Oberteile mit Spitzenmuster, da bei der Schulter. Und ich habe mir das zweimal in schwarz gekauft. Das müsstet ihr auch irgendwo rumgucken, oder? Ah nein, das schwarze ist draußen. Warum, weiß ich jetzt nicht. Ich habe mir es zweimal in schwarz gekauft, aber das ist eh für die Arbeit. Das heißt, das würdet ihr eh niemals sehen. Und dann habe ich es mir noch in pink mitgenommen. Ich hoffe, dass das mir steht beim Anprobieren, weil ich mir nicht so sicher, aber es ist eh Kick, vielleicht wird es sowieso kaputt. Ich meine, für 5 Euro, 6 Euro ist vollkommen okay. Ich habe es mir aber auch in dunkelblau mitgenommen. Ich fand das in dunkelblau so mega schön. Bei den pinken bin ich mir noch nicht sicher, ob ich es mir behalte. Da muss ich mir die Rechnung unbedingt noch raussuchen, damit ich, falls ich mir das nicht behalte, dass ich es vielleicht zurückgebe. Aber das dunkelblaue finde ich mega schön. Beim Kick auch noch habe ich mir noch ein anderes gekauft. Ich habe nämlich Ohrring und einen Schal, was dazu passt. Das hat auch 6 Euro gekostet. Das ist so ein schwarzes Oberteil mit goldenen Federn. Und ich fand das sowas von schön. Ich finde nicht wirklich immer was beim Kick, aber ich fand das irgendwie mega schön. Ich hoffe nur, dass es mir nicht so groß ist. Es schaut eher so aus wie eine Riesenleinwand. Welche Größe und das? Aber eher 48, so wie ich die anderen gekauft habe. Bin echt gespannt. Bin wirklich gespannt, wie das an mir ausschaut. Das habe ich nämlich nicht probiert, das habe ich nur mitgenommen. So, ich habe es geschafft. Ich habe es mit zigtausend Hitzewarnungen geschafft, die zwei Videos zu drehen für euch. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr könnt es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Klamotten findet, weil zwei Sachen habt ihr ja auch jetzt getragen gesehen. Und ja, schreibt es mir mal. Und ich bin gespannt, was ihr zu dem Video sagt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bye!